Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch einfach nur darauf hinweisen, dass Make-up Coach jetzt einen Eyeliner hat. Und ihr seht ja, ein Auge habe ich schon fertig, einfach nur um euch mal zu zeigen, wie der Unterschied ist. Das ist schon enorm, ne? Und ich bin ja eigentlich gar nicht so ein riesengroßer Eyeliner-Fan. Eigentlich seht ihr das ja ganz selten bei mir auf dem Kanal, eigentlich fast nie. Aber der hier, der ist echt toll. Den mag ich total gerne, weil der so toll auf dem Auge funktioniert. Ich habe ihn ausprobiert und dachte so, hä, wie geht das? Also der hat ja auch so eine ganz, ganz dünne Spitze und ich habe ihn hier auch mal aufgezeichnet, dass ihr das sehen könnt. Also man kann ihn ganz dünn aufmachen und auch ein bisschen dicker. Und der ist, ich finde, wie so ein Filzstift. Also der, das Schöne ist halt, der geht ganz leicht aufs Auge. Ich zeige euch das jetzt mal live, wie das funktioniert. Und ich finde das wirklich erstaunlich, weil normalerweise rutscht meine Haut immer so hin und her. Und bei dem Stift funktioniert es halt viel, viel besser als mit anderen Produkten. Ich zeige euch das mal. Das ist so ein Dunkelbraun und das passt einfach immer. Ich habe mich jetzt extra nicht so doll geschminkt am Auge, extra so dezent, damit ihr auch wirklich diesen Unterschied seht. Man kann natürlich, wenn man möchte, da auch dann noch mal den Grünen rüber machen oder so. Na, da ist ja dann immer der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Das sieht bestimmt auch mega schön aus. Vielleicht mache ich das auch noch. Muss mal gucken. So, jetzt zeige ich euch erstmal hier an dem Auge, wie dieser Stift funktioniert. Und wie leicht der aufzutragen ist, weil das ist wirklich echt erstaunlich. Ich finde das immer echt so komisch. Wie geht das, ne? So Falten und kriselige Haut und dann so ein dünner Stift und das funktioniert einfach. So, ich zeige es euch jetzt mal. Ich nehme mir so ein Vergrößerungsspiegel, weil dann kann ich besser gucken und ich hoffe, ich kriege das jetzt auch gut hin. Ich gebe mir Mühe. Man kann ihn ganz dünn auftragen, man kann ihn aber auch so ein bisschen dicker auftragen. Das ist eigentlich egal, wie man das haben möchte. So, also oben ist schon mal fertig, ging also wirklich ganz, ganz, ganz schnell. Und da sind keine Huppel, keine Treppen, manchmal so ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen eine Treppe, aber das kann man dann auch mit so einem Vergrößerungsspiegel auch einfach ganz toll nachzeichnen. Und jetzt auch einfach mal unten ganz schnell, ganz dünn. Also es gibt auch mehrere Techniken mit so Eyeliner. Die einen ziehen das so durch. Und ich bin immer einer, der so mehr so punktet, immer so Stück für Stück. Ich lege mir den Eyeliner immer so aufs Auge so und dann presse ich praktisch den Stift aufs Auge und so hat man dann immer eine zumindest einigermaßen gerade Linie. Weil ich kann dort auch immer nicht so, ich kann mir die Finger nicht so still halten. Und wenn man das so rauflegt, geht das immer irgendwie so besser. Aber wie gesagt, das ist halt, man kann auch mit der Spitze malen. Nur wenn man viele Falten hat, ist es immer, also nicht immer, aber manchmal ist es dann einfach günstiger, wenn man es einfach so rauflegt. Und das geht halt super gut mit diesem Stift. Also ich komme mit dem super gut klar. Und würde fast jetzt sagen, den, ja, ich hoffe, ich habe die beiden Augen jetzt gleichmäßig hinbekommen. Der hält und hält und hält, ne? Also der ist unkaputtbar auf dem Auge, der geht nicht ab, der ist, ich glaube, sogar wasserfest, aber auf jeden Fall ist er wischfest und er verändert sich nicht auf dem Auge. Ich war sogar mit dem Stift schon im Regen, bin Fahrrad gefahren im Regen und er war unverändert auf dem Auge drauf. Freu. So, und wenn man jetzt möchte, und man findet das jetzt, weiß ich nicht, langweilig, aber man möchte halt diesen Eyeliner-Strich haben, dann kann man ja auch, wenn man möchte, mit dem Smaragdliner noch so ein bisschen da drüber. Ich kenne mich ja, ich muss immer so ein bisschen rumspielen. So, und deswegen kann man den, auf der Seite ist der jetzt ja schon gut getrocknet, einfach nochmal so ein ganz klein bisschen darüber. Oder vielleicht für die Leute, die das nicht ganz so hinbekommen, vielleicht nicht mehr so gute Augen haben oder die Hand nicht so stillhalten können wie ich. Man kann auch nochmal mit dem Brightliner mit irgendeiner tollen Farbe darüber, zum Beispiel mit so einem helltürkisfarbenen oder lila oder so. Das sieht echt mega schick aus. Und der schwarze bleibt ja auf jeden Fall auf dem Auge. Dann hat man schon mal so einen Wimpernverstärker, also so einen schwarzen Eyeliner, aber trotzdem noch so ein bisschen Farbe. Also,
Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ein unheimlich toller Eyeliner-Stift, den finde ich wirklich mega. So, jetzt mache ich Mascara rauf und dann sehe ich auf beiden Augen gleich aus. Also, wenn ihr den kaufen möchtet, geht gerne zu Make-up-Coach. Sie wird sicherlich auch noch ein Video zeigen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch direkt auf den Link gehen im Video unter dem Video in der Videobeschreibung, wollte ich sagen. Ja, und ansonsten habe ich mich auch nur mit Make-up-Coach-Produkten geschminkt. Setze ich dann auch noch mal rein. Ne? Hier ist so ein bisschen Pflege drauf und dieser Lip Liner. Hier habe ich Sonnenkussmixer drauf und so weiter. Also, dann ja, viel Spaß beim Shoppen. Mein Segen habt ihr, weil es wirklich ein toller Stift ist. Tschüss, die Make-up-Coach-Freunde, die freuen sich immer, wenn es neue Produkte gibt. Ja, wir sind nämlich Sammler, Make-up-Coach-Sammler. So, nun sage ich Tschüss, lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen und viel Spaß beim Shoppen. Tschüss.